bereit für viele weitere Einsätze sei er, verkündete Nabil Bentaleb vor Beginn der Rückrunde. Fit sei er, sogar zu 200%, wie er im Gespräch mit dem Kicker im Trainingslager mitteilte. Benötigt aber wurde der algerische Nationalspieler bei den Königsblauen bisher im neuen Jahr noch nicht. Der Start in die Saison verlief äußerst durchwachsen für Nabil Bentaleb, dann musste er wegen einer Schambeinentzündung lange pausieren. In der Vorbereitung auf die Rückrunde wollte sich der 23-Jährige dann wieder nachdrücklich in Erinnerung bringen, doch das ging völlig in die Hose. Gegen Leipzig kam er nicht zum Einsatz, am vergangenen Sonntag gegen Hannover stand Bentaleb noch nicht einmal im Schalker Kader. Unter Markus Weinzierl war der Mittelfeldmann noch gesetzt, absolvierte in der vorigen Saison 32 Bundesligaspiele, kam auf 5 Tore und 4 Assists. Domenico Tedesco aber hat derzeit offenbar keine Verwendung für den Mittelfeldspieler, den Schalke zunächst von Tottenham auslieh und zu Beginn des vorigen Jahres für stolze 19 Millionen fest verpflichtete. Viel Geld, wenig Ertrag. Im Moment sieht es ganz danach aus. Genie und Wahnsinn liegen bei Bentaleb eng zusammen. Manche Pässe von ihm sind überaus sehenswert, und im nächsten Atemzug leistet er sich einen schlimmen Ballverlust, der die eigene Mannschaft in schwere Verlegenheit stürzt. Er sei ein Perfektionist, erzählte Schalkes Nummer 10 mal. Grübelt er also zu viel, macht er sich zu viel Druck? Zumindest drängt er sich im Training derzeit nicht so auf, wie das sein müsste. Die Übungseinheiten der vorigen Woche sahen laut Sport-Schalke-Manager Christian Heidel nicht so überragend aus. Der Mittelfeldmann hängte sich nicht so rein wie einer, der mit Haut und Haaren um seinen Platz im Team kämpft. Vielleicht aber bietet sich nun die Gelegenheit durch die Knieverletzung von Westonkerny, der wochenlang pausieren muss. Bentaleb muss jedenfalls schleunigst Gas geben, um sich wieder in Erinnerung zu bringen.